Ich war nicht immer so wie jetzt, nein. Ganz ruhig und gesetzt, nein, ich wollte früher gerne in den Stress rein. Ich hab geweint, als ich klein war und es Prügel gab. Von den Älteren damals, als ich noch ein Schüler war. Und ich hab eingesteckt und selten ausgeteilt. Doch irgendwann war es bei mir dann auch soweit. Ich hatte die Kraft von Hass und Schmerz im Herz und ein Geist, der unter eine schwarze Cap gehört. Ich war beeindruckt von den Jungs um mich rum. Bisschen ticken, was Stress. Bumsen um uns, kommst du nicht herum, war die Attitude. Doch ich war ruhiger und hab geschrieben über den Shit, den die Jungs da draußen trieben. Ich war nie etwas, was ich nicht war. War nie im Knast und jetzt sag mir nicht, das macht mich nicht hart. Ich hatte eine Jugend so wie tausend andere, vielleicht keine wie du. Und trotzdem verstehen wir uns, hör einfach nur zu. Ey, was bin ich für dich? Ein Terrorist, ein Migrant, ein bisschen verrückt, zu sick, wenn ich spit. Was bin ich für dich? Ey, was bin ich für dich? Ey, was bin ich für dich? Ein Akademiker, ein Loser, ein Bruder, einer, der Musik in seinem Blut hat. Was bin ich für dich? Ja, ja. Ich bin ein Sohn, ein Bruder, inshallah ein Vater. Wenn die Zeit reif ist und bis dahin ein Partner, ein Mann, ein Akademiker, ein Musiker. Ich hab die Welt erlebt und ich hab etwas dazu gesagt. Ich bin ein Muslim, bin ich ein Islamist? Sag du es mir, es scheint, als ob ihr es eh am besten wisst. Und was am besten ist, weiß ich nicht. Ich versuch Gutes zu tun, auch wenn es nicht immer das Leichte ist. Ich bin ein Freund, ein Feind, ein vergesslicher Mensch. Früher Joints, 1, 2 Grasplätzchen und Pen. Heute Action, my man, Magister promovieren. Und trotzdem wegen Hautfarbe und Bart im Visier. Die Karten geben dir und ich spiel das Spiel. Doch ich bin kein Spieler, ich bleib real. C'est la vie, c'est ça pour la famille. CC und für alle die, die sich freuen, dass es mich gibt. Was bin ich für dich? Ein Terrorist, ein Migrant, ein bisschen verrückt, zu sick, wenn ich spit. Was bin ich für dich? Was bin ich für dich? Was bin ich für dich? Ein Akademiker, ein Loser, ein Bruder, einer, der Musik in seinem Blut hat. Was bin ich für dich? Ja, 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 ja. What up, what up? Herzlich willkommen zur Music and Wine Session. Mein Name ist Roger Reckless, representing Munich. Und wenn wir jetzt in einem richtigen Konzert wären, dann würde ich sagen so wie, yeah, yeah. Und ihr würdet dann sagen, yeah, yeah. Und dann könnt ihr aber jetzt das nicht machen. Deswegen trinkt ihr am besten einen Schluck Wein oder lasst es euch gut gehen, wann immer ihr euch das anseht. Herzlich willkommen. Es gibt eine Sache, die ich unglaublich gerne mache. Und diese Sache nennt sich Freestyle Rap. Freestyle Rap, für die Leute, die nicht wissen, was es bedeutet, ist improvisierte Raps auf Beats, ohne dass ich weiß, was passiert, ohne dass ihr wisst, was passiert. Das heißt, wir sind genau im gleichen Boot. Ich habe mit den feinen Leuten von der Music and Wine Session ausgemacht, dass sie mir Weine und Sekte aus, heißt es Sekte? Weine und Sekte aus dieser Kiste, die ihr gerade verköstigt, geben. Und ich werde schauen, was in meinem Kopf dazu passiert. So, let's do this. Let's begin. So geht das Ganze so. Ey, ich sag Dankeschön. Out in the streets, they call it murder. Ey, ey. Out in the streets, they call it murder. Ja. Ah. Check das aus, wir haben da ein Brüt. Leute wissen Gott sei Dank auch, was das ist trocken. Da kann man nicht drauf hoffen, das muss man halt einfach wissen. Der Keller hat das alles andere als beschissen. Ziemlich nice, guck mal an, oh, 12% Volumen. Das kann einem tatsächlich gut tun. Das ist ein kleiner Adler, wollte ich nur mal sagen, mach das auf. Vielleicht vor 12 am Silvester, aber nach 12 auch. Schauen wir mal weiter, was da noch geht. Guck mal, ein Clemens Busch, fein, fein, wenn ich das so lese. Ein Riesling vom roten Schiefer, oh ja, oh, ich lieb das. Leute sagen, Reckless, das ist ganz gut, ich pief was. Nee, nee, ich piefe nix, weil Vino da ist. Check das aus, wie viel haben wir da? 12,5 von der Mosel, ah, was Rares, aber was Nices. Und schau mal, ey, good vibes, good wines, weil das grad dabei ist. Das vom Heidle, der kennt sich sowieso aus mit Rap. Reckless, wenn der gerade über den Beat steppt, dann wird auch aufgerappt.
Der Heidler, der macht auch viel mit dem Dexy, deswegen Liebe an Dexy. Aber jetzt am Mikrofon ist dieser Recky schon wieder ein Riesling und zwar vom aktuellen Jahr. So ist es nice, den trinke ich noch einmal. Villa Hochdörfer, ein Rosé-Cuvée, lila Wolken. Weiß genau wie ich und Masi, was soll das bedeuten? Martin, ja, der weiß das, wir bleiben einfach wach. Kein Club, kein Festival und trotzdem Spaß. Mach das auf, dann ist das fein, aber drink responsible. Weißt du, wie ich meine? Warte, die Hook, ja, ich könnte die noch einmal singen, weil das gut klingt so. Deswegen mach ich das auf einem hohen Niveau und sag, ey, out in the streets, they call it murder. Yeah. Out in the streets, they call it murder. Yeah, yeah. Out in the streets, they call it murder. Aye. Out in the streets, they call it murder. Yeah, out in the streets, they call it murder. Reckless, ich bin ein Kommandeur, weil ich kommandier die Wörter. Aber jetzt pass auf und hold up. Ich hab ein Gin in Gold, Berner, ziemlich nice. Und was ich gehört hab, das ist das vom Rezept vom Großvater ist. So schaut es aus, Leute fragen ja, woher hat er das? Hab ich doch grad erzählt, musst halt aufpassen. Es ist jetzt früh morgens, ich würd trotzdem die Ginflasche schnell aufmachen. Nee, ich stell die hin, ich bin ja bei der Arbeit. Freestyle so, als ob ich hier meine Memo anschreib. Nice ist es bei Music and Wine Sessions. Deswegen gab ich kurz ein Freestyle zum Besten. Say word. Vielen herzlichen Dank für euer Zuhören. Ich lass alle Flaschen mal so stehen. Dann könnt ihr quasi immer unter dem Piano gucken, was ihr gerade am Trinken seid. Ich werde die auf jeden Fall auch alle ausprobieren. Einen nach dem Anne dann. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute und auch wichtige Sache. Ich bin ja selber weintechnisch tatsächlich ein Liebhaber des Trinkens und habe, falls Leute sich fragen, was hat er denn da um den Hals, wollte ich nur kurz zeigen, weil man sagt so, always carry a fork in case cake happens. Also immer eine Gabel dabei haben, falls Kuchen passiert. Und bei mir ist es so, immer ein Messer dabei haben mit einem Öffner, falls Wein passiert. Weil das Schlimmste, was mir mal passiert ist, war in Südfrankreich beim Surfen am Abend mit einem saugeilen Rotwein zu sitzen und wir hatten keinen fucking Öffner dabei, kein Kellnermesser, kein gar nichts und haben dann wie die Höhlenmenschen diesen Korken reingedrückt in die Flasche. Und es hat mir im Herzen geschmerzt. Und damit mir das nie wieder passiert, genau. Außerdem kannst du gut einen Käse schneiden, eine Brotzeit machen, gell? So, das wollte ich nur auch mal loswerden. Und weiter mit Musik. Ich habe einen Song geschrieben zusammen mit Keno von Mut Mama, der da heißt Mantra, weil unsere Ansage an die Menschen mit psychischen Störungen und depressiven Episoden etc. ist, dass sie sich nicht schämen müssen. Wir müssen uns nicht schämen für das. Es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil so. Es ist stark, überhaupt damit leben zu können. Und wie gesagt, das ist unser Mantra. Ah, und ich spiele den falschen Song. Das muss ich nämlich gar nicht hier spielen, sondern da. So weit ist es schon. Weg ein Musiker in der Früh. Und er denkt, ein Klavier ist eine Gitarre. Ey, krieg ich mal bitte deine Hilfe? Das kann man schon mal sagen, weil die Silben sind hilfreich. Und dabei sind diese Pillen weniger wert als das Wort und dein Willen. Aber wenn der Geist schwach ist, das machst du schon. Körper macht nichts, das machst du schon. Dauert immer länger, bis man Kraft bekommt. Aber wenn man sie verliert, ja, dann kracht man von Trampolin auf Asphalt schon. War das wird noch schlimmer, wenn der Asbach kommt. Habe die Probleme in dem Alkohol ertränkt. Doch dieser Bastard kommt immer wieder mit neun zurück. Deswegen gehe ich immer nur ein Stück. Quatsch, weil ich Angst hab bei jedem Schritt. Doch die Angst darf halt einfach nicht mehr mit. Keine Angst mehr, keine Scham ist unser Mantra, unser Plan.
Vielleicht geht er noch nicht auf, doch wir sind dran. Sind am Drücker und kontrollieren dann die Neuronen auf ihren Bahn, weil wir nichts zum Verlieren haben. Du schaffst es nicht, weil wir es dir sagen, sondern weil wir hier mit dir schon waren. Damals hatten wir sie nötig, deine Hilfe. Und du konntest damals sehen, ach, es hilft nichts, wenn alles gut ist. Doch es ist ein Fleck auf dem Bild dieser Wildnis. Wenn es gefilmt ist, ein Filmriss. Und wenn es gemalt ist, dann vom schlechten Artist. Du musst sehen, dass du erst ein Veteran wirst, wenn alles getan ist. Ja, erst wenn alles getan ist. Und bei mir ist es nicht anders, als bei dir ist es nicht anders. Wenn wir es alleine nicht schaffen und packen, dann aber vielleicht miteinander. Denn bei mir ist es nicht anders, als bei dir ist es nicht anders. Wenn wir es alleine nicht schaffen und packen, dann aber vielleicht miteinander. Ey, ha, Baby, komm, du schaffst das. Hab keine Angst, auch wenn's wann anders nicht geklappt hat. Ich meine, wir sind nicht alleine, nein, du packst das. Keine Angst und keine Scham ist unser Mantra. Ey, ha, Baby, komm, du schaffst das. Hab keine Angst, auch wenn's wann anders nicht geklappt hat. Ich meine, wir sind nicht alleine, nein, du packst das. Keine Angst und keine Scham ist unser Mantra. Keine Angst und keine Scham ist unser Mantra. Keine Angst und keine Scham ist unser Mantra. Ja. Ah, es ist immer so geil, weil man ja, wenn wir ja hier quasi so ganz unter uns sind, zwischen Wein und der Wein applaudiert ja quasi per se nicht. Nicht außen, den muss man erst quasi mit sich selbst vermählen, dass er innerlich applaudiert. Aber ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und genießt. Ich mache hier mal weiter und überlege, was ich, genau. Den spiele ich. Das ist ein schönes Lied. Und zwar kann ich da wieder was erzählen zum Wein. Ich war nämlich mit meiner Frau und meiner Tochter im Weinberg, weil ich mit einem befreundeten Winzer, mit dem Wolfgang Bender in der Pfalz, einen Zinnfandel geerntet habe und dann auch noch bearbeitet habe. Also wir haben den entrappt und alles und Hefe habe ich zugesetzt und ich war so tatsächlich für diese Geschichte einmal ein rappender, dicker Winter. So. Und das war sehr, sehr fein. Und warum ich die Geschichte erzähle, ist, wir standen im Weinberg, es hat geregnet, Gummistiefel an, gell? Ich habe diese Trauben in der Hand und man musste die immer, weil der so kompakt war, der Zinnfandel, du musstest den wirklich aufbrechen, um zu gucken, ob irgendwo verfaulte Trauben sind oder irgendwas und alle schlechten Sachen halt rausmachen. Und dann drehe ich mich rüber und dann sehe ich im Weinberg stehen meine Frau, wie sie das gerade auch macht mit so einer kleinen Schere und meine kleine Tochter, wie sie immer in den Eimer reingreift und die guten Trauben nimmt und wieder auf den Boden schmeißt. Und ich war so selig, im Regen, total kalt und ich sehe meine kleine Family. Und ich habe zurückgedacht an einen Moment, wo wir uns kennengelernt haben, meine Frau und ich. Und ich gehofft habe, dass ich diese Geschichte, weil ich habe kurz nachdem ich sie kennengelernt habe, den nächsten Song geschrieben. Und ich habe gehofft, dass ich die Geschichte bewahrheitet und dass ich die Story und diesen Song auch meinem Kind vorspielen kann. Und jetzt ist soweit. Und das ist mir in diesem Weinberg klar geworden, dass es Wahnsinn ist, wenn man quasi den größten Reichtum im Kleinsten bei sich selber erkennt. Mitten in der Natur, mit den Liebsten und dann auch noch gesund. Boah, es gibt nichts Besseres. Außer wenn man dabei bei dieser Erkenntnis Wein erntet. Das kann ich nur empfehlen. Das schönste Mädchen heißt es. In der Form, in der Version von den Tribes of Jesus. Großer Shoutout an dieser Stelle. Ja, es hätte nicht besser sein können, sie kannten sich lang. Aber leider fing hier keiner irgendeinen Schritt an. War eher so ein Nebenherleben, so wie nebenhergehen. Sie hatten nebenher eben aber irgendwie weit genug auseinander. Irgendwie waren die beiden auch zu anders. Er war in seiner Welt mit seinem Kiffen und Schnaps, wollte Titten und Arsch und hat nie was richtig gemacht. Und das hat sie gesehen und das hat er gesehen. Und auf einmal hat er versucht, alles noch umzudrehen. Sein Leben gerade kriegen, die schiefe Bahn gerade biegen. Es hat doch alles so gut geklappt bis gerade eben. Doch das wäre nicht das erste Mal, wenn ein Mädel die Welt auf den Kopf stellt und einem der Boden auf den Kopf fällt. Und genauso ist es hier passiert. Doch auf einmal traut er sich und geht zu ihr. Er war der verplanteste Junge an der Schule und sie war das schönste Mädchen der Stadt. Er dachte, dass er es einfach mal versucht jetzt. Er hält ihre Hand und sagte: Komm, wir rennen durch die Stadt, solang bis du nicht mehr kannst. Und dann fahren wir durchs Land und
und zeig allen, wir sind Bruder. Komm, wir rennen durch die Stadt, so lang bis ich nicht mehr kann. Und dann fahren wir ins Land und zeig allen, wir sind Bruder. Großer Shoutout an DJ Ruffalo. DJ Ruffalo Appreciation Scratch. Leider gibt es im Rap und im Leben oft kein Happy End. Oft ist es ätzend, denn man denkt sich, ja, das hätte ich gern. Doch hier ist es anders, denn ein Ende würde bedeuten, dass sie sich nicht bekam, doch sie lieben sich noch heute. Er hatte damals Angst, sie würde ihn auch verletzen. Sie dachte, er wäre ein Spieler und er würde sie auch versetzen. Doch irgendetwas in den Augen, nicht in den tausend Sätzen, brachte sie zum Taumeln, weiße Knie, sie musste sich setzen. Wie Charlie Brown stand er da, ihre Hand in seiner Hand, sie dachte, der traut sich ja was. Und seht ihr Kinder, bis hier hat's geklappt. Wisst ihr, wie das früher mit eurem Papa war? Er war der verplanteste Junge an der Schule und Mama war das schönste Mädchen der Stadt. Er dachte, dass er es einfach mal versucht jetzt. Er hält ihre Hand und sagt: Komm, wir rennen durch die Stadt, so lang bis du nicht mehr kannst. Und dann fahren wir durchs Land und zeigen allen, wir sind Rusaam. Komm, wir rennen durch die Stadt, so lang bis ich nicht mehr kann. Und dann fahren wir durchs Land und zeigen all, ey, 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 ja. Ey, das ist genau der Moment, wo du deiner Liebsten, deinem Liebsten oder dir selbst einen Schluck von dem Vino gönnst und sagst, it's nice like that, yeah. It's nice like that, ey. Herzlichen Dank. Das ist auch schon fast das Ende meines Sets, aber zwei Songs habe ich noch. Auch hier im ich weiß nicht, ob die Leute hier, die das aufnehmen, gerade denken, oh Gott, oder ob sie denken, ja, ist okay. Hauptsache ihr da draußen denkt euch, yeah, chin chin. Ich habe einen Song geschrieben mit meiner Band Gewalt, der leider nie an Aktualität verloren hat. Er heißt Alles Normal. Und in letzter Zeit stelle ich selber immer wieder fest und auch diverse Organisationen, die sich gegen rechte Gewalt organisieren und vor allem auch arbeiten, dass die Gewalt auch in der Mitte der Gesellschaft von rechtsmotivierter Handlungsweise zunimmt und immer mehr Normalität wird. Und das darf niemals sein und darf nicht passieren. Deswegen müssen wir verstehen, dass wenn das Schlimmste, das menschenfeindlichste Gedankengut eine Normalität ist oder in der Normalität stattfinden darf, dann wird auf einmal das Schlimmste, was man einem Menschen antut, auch normal. Und das darf nicht sein. Der Song heißt Alles Normal. Alles normal. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Alles wie gehabt. Oh mein Gott, ist die Menschheit toll. Menschen nehmen zählen, wenn die Menschen dir erzählen, dass es zählt, so sind wie jene. Alles normal. Menschlichkeit liegt nicht in den Genen. Alles normal. Axt oder Ball. Messer immer dabei. Die anderen sind schuld, die anderen ja. Und die da waren auch mit dabei. Alles normal. Alles nochmal, weil der Vergleich mit dem Reicher hinkt. Irgendwann muss man nochmal vergessen können. Warum guckt ihr Spinner immer noch hin? Alles normal. Deutschland, Deutschland, über, alles nochmal. Das gibt es nicht erst seit den letzten Jahren. Alles nochmal. Angst, Angst, jeder guckt. Terrorist, Terrorist, jeder Mucks wird überwacht, damit wenn was passiert, wirklich jeder guckt. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Es geht immer leichter, wenn Sie nicht zusehen. Alles normal. Alles normal, alles normal, ja, ja. Alles normal, alles normal, alles normal, ja, ja. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Es geht immer leichter, wenn Sie nicht zusehen. Alles normal, alles normal, alles normal, ja, ja. Alles normal, alles normal, alles normal, ja, ja. Alles normal, die Welt ist verloren. Alles normal, Mensch über Bord. Alles normal, die sind geboren für das. Alles normal, jetzt wird gestorben für das.
Ja, wenn der Mob ihn jagt, ergibt das Sinn. Gucken Sie bitte mal nicht dahin. Der Druck, den Sie spüren, der ist nicht sehr schlimm. Narben im Arm und wir schlagen Alarm. Nee, nee, das ist nicht sehr schlimm. Psychogenese in diesem Land, ich glaub, das kriegen wir nicht mehr hin. Hetzt sie durch die Stadt, so wie damals wieder wart. Wenn die das sehen, kommen die nicht hierhin. Wir sind keine Nazis, das ist kein Viertes Reich, aber wir ebnen den Weg dahin. Angst, Angst, jeder guckt. Terrorist, Terrorist, jeder mucks. NSU ist lapidar und jeder schluckt's, aber nicht auf meiner Seite, hier macht jeder Druck. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Es geht immer leichter, wenn Sie nicht zusehen. Alles normal, alles normal, alles normal, ja, ja. Alles normal, alles normal, alles normal, ja, ja. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Es geht immer leichter, wenn Sie nicht zusehen. Alles normal, alles normal, alles normal, ja, ja. 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 Vielen herzlichen Dank. Ich will immer vielen herzlichen Dank sagen, weil ich das Gefühl habe, es ist Konzert. So. Und ja, ich hoffe, ihr habt etwas für euch rausziehen können aus diesem Abend, Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr dieses Video guckt und wann auch immer ihr diese Session euch anseht. Ich bin raus mit einem letzten Stück, das ich, finde ich, coolerweise nach diesem Song bringen kann, weil mich der Song immer wieder so dahin bringt, dass ich frage, ja, was kann man denn machen? So, ne? Wir sehen Entwicklungen in der Gesellschaft und sind Einzelpersonen. Wie sollen wir denn, was sollen wir denn dagegen tun? Wir können alle was dagegen tun. Wir können tatsächlich immer den Mund aufmachen, wenn wir rassistische Äußerungen, rassistische Haltungen bemerken. Wir können Leuten zur Seite stehen. Wir können uns sichtbar machen. Und wir können dafür sorgen, dass andere auch sichtbar werden. Und es ist in dem Song, den ich gleich spiele, der heißt Sink oder Schwimm, da ist eine Zeile, die ich finde, die trifft auch dieses Jahr sehr gut. So, sag mir nicht, ist alles schlimm und sag mir nicht, ist alles okay. Das ist das Ding. Es ist klar, ist vieles schlimm, aber es ist nicht alles schlimm und es ist auch nie alles okay. In diesem Sinne, let's get it und ja, be prepared for that new year. Ich sage in diesem Sinne auf Wiedersehen. Roger Reckless war der Name. Music and Wine Sessions war die Session. And here we go. Der Beat ist vom unfassbaren Maniac. Liebe geht von Augsburg nach Ringsburg. Also von Burg zu Burg. Yeah. Ich mach das meiste anders, als man's mir gezeigt hat, anders als ich's kenne, um zu spüren, wie es sich anfühlt, den Weg nicht einmal zu kennen. Ich halte nicht am Monument, Zoll Respekt vor alte Zeit. Ich halte mich am Dokument von Platons Schriften, wenn ich schreib. Politeia, sicker Scheiß, sicker noch, wenn mancher meint, das wäre der Grundriss für die Lösung der Probleme, Junge, nein. Machiavelli wird sich zeigen in den Lobbys und Gangs, die in Anzügen hängen, um dann die Copies zu verbrennen. Ja, ich denk, Faschismus ist im Kapitalismus nur versteckt hinter der Möglichkeit, dass bisschen jeder mitkommt. Und jeder weiß, der Mensch, der unser Hemd näht, leidet, weil er grad nicht wie ein Mensch lebt, leider das egal. Da denk ich auch nicht drüber, guck, die Werbung hat schöne Bilder, ich brauch die Schuhe wieder. Sag mir nicht, alles okay, sag mir nicht, ist alles schlimm. Ist am Ende nur die Frage, ob man ertrinkt oder schwimmt. Ich bleibe im Meer und wir haben keinen Anker. Schau auf den Horizont, es dreht sich der Wind. Wir treiben umher, dort wo vorher noch Land war. Es ist nur die Frage, ob man sinkt oder schwimmt. Wir treiben im Meer und wir haben keinen Anker. Schau auf den Horizont, es dreht sich der Wind. Wir treiben umher, dort wo vorher noch Land war. Es ist nur die Frage, ob man sinkt oder sinken oder schwimmen. Einen Berg erklimmen ist so weit weg, wenn man strampelt, nur um's grad so hinzubringen, dass man lebt. Das, was entsteht, braucht man mehr von Dingen, aber vieles wird schon kommen, denn man darf es nicht erzwingen. Ich vertraue diesem Universum alles an, denn wenn alles zusammenhängt, dann hängt an einem Leben alles dran. Energie ist immer gleich, ändert sich lediglich bisschen, wenig wie die Küsschen, weil wir täglich Waffen rüsten und wir sind zusammen auf einem Planet und treiben durch den Raum. Wenn einer geht, geht der einen alles, so ist leichter zu durchschauen, dass wir nicht Brüder sind und Schwestern. Vergiss den Chauvinismus, am Ende sind wir ein Teil von dem gleichen Organismus. Ist so. Das war's von mir. Viel, viel Spaß im neuen Jahr. Bleibt stark, gebt Stärke und habt eine gute Zeit und bleibt vor allem gesund. Yeah. Hey.
Wir treiben im Meer und wir haben keinen Anker. Schau auf den Horizont, es dreht sich der Wind. Wir treiben umher, dort wo vorher noch Land war. Es ist nur die Frage, ob man sinkt oder schwimmt. Wir treiben im Meer und wir haben keinen Anker. Schau auf den Horizont, es dreht sich der Wind. Wir treiben umher, dort wo vorher noch Land war. Es ist nur die Frage, ob man sinkt oder schwimmt. Ob man sinkt oder schwimmt. Ja. Ob man sinkt oder schwimmt. Ob man sinkt oder schwimmt. Vielen herzlichen Dank. Hat's Spaß bei euch?